Ja, das sind nochmal die Zahlen, die ich eben erwähnt habe und auch die Zuordnung der einzelnen Gebiete. Das kann ich dann jetzt überspringen. Ja, hier sehen Sie selbst nochmal die Zahlen. In Fette Henne sind also die meisten Menschen, die dort gewohnt haben von den 1000. Und in Höfen war dann die nächste Stufe. In Steinbücher waren es nur 92. Wobei man nie so genau weiß, ist jetzt Steinbücher und der benachbarte Ort dabei. Fragen? Ja, hier ist nochmal eine kurze Zusammenfassung von Konrad Heuber über Steinbücher und die Namensvarianten, die es für diesen Ort gibt, die er aufgelistet hat. Ja, die Ritter von Steinbücher, der erste wurde 1158 erwähnt. Und das war auch der Grund, dass die Gemeinde ihr 850-jähriges Bestehen gefeiert hat. Und das hat also Familie Müller, die Frau Müller sitzt hier, mit ihrem Mann und der Arbeitsgruppe sehr schön organisiert, dass man also im Sommer dieses Fest in Steinbüchel feiern konnte. An sich würde ich sagen, durch die starke Zusiedlung durch Hinzugezogene gibt es nur noch ganz wenig einheimische Bevölkerung. Es war schwer, das zu organisieren, denke ich. Aber ich denke mal, dass auch durch solche Veranstaltungen oder durch Herausgabe eines solchen Buches das Bewusstsein für die Geschichte des Gebietes, wo ich wohne, doch wächst. Mir ist es ja genauso gegangen. Mein erster Wohnort in Leverkusen war Steinbüchel. Na gut, dann bin ich also da hingezogen und ja, dann habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, das ist alles schreckliches Neubaugebiet, alles gehört irgendwie zu Bayer. Man kriegte die Wohnung von Bayer und das Gasthaus war wahrscheinlich auch von Bayer unterstützt. Das Bayer-Kaufhaus war da und das hat sich alles inzwischen wieder drastisch verändert. Und über die Geschichte kann man also hier in dieser kleinen Broschüre, die damals in diesem Sommer die Gruppe herausgegeben hat, auch wieder einiges lesen. Und im Jahr vorher gab es ja schon das Jubiläum von Fette Henne. Da gab es diese wunderschöne Broschüre, 250 Jahre Kapelle, St. Johannes von Nepomuk. Ja, die Hofanlage ist also hier schon sehr früh erwähnt. Die Urkunde, die ich eben erwähnt habe, wo der Ritter Konrad von Steinbüchel erwähnt wird, stammt aus einer Urkunde der Abtei Deutz, wo es sehr viele Urkunden, sehr viele Quellen gibt, die hier unsere Umgebung betreffen. Ich kann nicht hier die ganzen Besitzer aufzählen oder die Lehnsherren. Das ist eigentlich für die Familienforschung nicht sehr ergiebig, weil man nur mit großer Mühe feststellen kann, ob es da irgendwelche Erbfolgen gab, das kann man also unmöglich hier erkennen. Findet sich natürlich auch nicht im Kirchenbuch. Das ist also hier die Ersterwähnung 1158, Ritter Konrad von Steinbüchel. Und ja, Heinrich von Steinbüchel wird erwähnt. Das geht also durch die ersten Jahrhunderte und offensichtlich ist dann auch schon die Kirche. Kapelle direkt am Rittergut gebaut worden. Die Beziehung und die Zuordnung, rechtliche Zuordnung, ist also überwiegend nach Köln oder nach Altenberg und die Ritter haben natürlich sehr wohl weitläufige Beziehungen gehabt und oft auch Besitzungen an anderen Stellen. Deswegen kommt hier der Name Overstolz, eine alte Kölner Familie vor. Das ist also sicherlich auch die Beziehung. Ich gehe lieber in den Zeitraum, der hier im Kirchenbuch wenigstens mal auftritt. 1720 verkauft Judith von Merken, die Witwe Simons, eine Wiese an Görsken Glas zu Hamburg und die Familie von Merken verkauft den Rittersitz 4 Jahre später an den Landeskomtur Jobst Moritz von Postesenden. Da machen Sie Landkomtur daraus. Habe ich nicht gemacht. Schade. Ist der Komtur, ne? Landkomtur. Landkomtur muss es sein.
Nicht Landeskontur, das ist der Fehler, okay. Ja, dazu gehören also 10 bis 14 kleinere Güter, die ihre Zinsen an den Rittersitz zahlen mussten. Und dazu gehörten mindestens Jüch, Meckhofen, Römersgut, auch der Lichtenburg, der saß gleich nebenan, das Blumengut und andere Güter. Die Ritter und Halfen hatten natürlich ein Anrecht auf den Begräbnisplatz im Turmkeller der Kirche, einen freien Sitz in der Kirche, aber dafür mussten sie auch ihren Zins zahlen. Ja, Josef von Merken ist als Gerichtsschreiber des Amtes Miselöhe tätig und dieses Amt übernimmt später dann Vinzenz van Dijks zur Zeit der napoleonischen Besetzung. Freiherr von Oste-Sendeln lässt das Herrenhaus 1732 neu aufbauen. Das Gut war früher von Gräben umgeben, man sieht auch heute noch die hohe Mauer. Und Freiherr von Oste-Sendeln ist auch derjenige, der dann auf Anregung der Bevölkerung die Kapelle zur Fette Henne wieder neu aufbaut. Er wohnt aber nicht in Steinbüchel, sondern in Morsow. Er behielt aber trotzdem das Gut und hat es wahrscheinlich noch verpachtet. 1749 ist einer der Pächter Jakob Werner und Clara Kirchhoffs, die eine Messe stiften, findet man auch nicht im Kirchenbuch, sondern ist eine Quelle aus dem Kirchenarchiv. Das Kirchenarchiv selber ist recht reichhaltig. Ja, der Amtsnachfolger von Oste-Sendeln ist der Felix Freiherr von Wolf und er erwirbt auch den Rittersitz Steinbücher und wohnt ebenfalls auf Moosburg. Aber er ist derjenige, der den Weg von Steinbücher zum Schloss Moosburg bauen lässt. Und das ist der heutige grüne Weg vom Waldrand. Ja, hier ist wieder, sind wieder Halfen erwähnt, Jakob Müller, Johann Meusel und Felix von Roll stirbt 1795 und ja, kurz nach seinem Tod wird auch das Rittergut Steinbüchel von den Franzosen verwüstet. Die Lichtenburg ist gleich nebenan. Wenn Sie auf einer Bushaltestelle gegenüber dem Rittergut Steinbüchel den Berg da so hochfahren, in die alte Siedlung hinein, kommen Sie an wunderschöne kleine Fachwerkhäuser. Und mindestens zwei davon sind unter Denkmalschutz. Das ist einmal die Nummer 22, eine Hofanlage aus dem Ende 18. Jahrhunderts mit einem Wohnhaus, Fachwerkhaus mit originaler Innenausstattung. Und die benachbarte Nummer 5 oder gegenüber 25, 27 ist das Römersgut. Dies wird also noch öfters erwähnt werden. Auch ein zweigeschossiges Fachwerkhaus. Mit einem Rest von einem Backhaus aus dem 16. Jahrhundert. Die Hofanlage ist aus dem 16. Jahrhundert. Es sind also jetzt eine richtige schöne Streusiedlung, die den Berg hochschlängelt, mit vielen Obstbäumen dahinter. Und hier scheint also auch die Ausstattung, Innenausstattung recht wertvoll zu sein. Kennen Sie die Häuser eigentlich? In einem war ich mal drin, ja. Aber jetzt schon ewig her. Ja. Ansonsten nicht, kenne ich die nicht. Ja, aber Sie wollen ja auch in einem Denkmal werden. Nein, leider. Nein.